Ich habe Daya zufällig kennengelernt und habe mir jahrelang schon überlegt, ob ich nicht mal orientalischen Tanz anfange. Wie bei vielen Frauen, der Zugang zum Becken, nicht mehr so viel Spannung zu haben, auch zur eigenen Figur zu stehen. Und als wir uns dann über den Weg gelaufen sind und Daya erzählt hat, dass sie Bauchtanz unterrichtet, da war es dann für mich klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich liebe es, montags hierher zu kommen und meinen Bauch zeigen zu dürfen. Das ist wie so ein Raum, man kommt hierher und alles darf sein. Und einfach einen ganz anderen Zugang zum Becken und zu den eigenen Bewegungen im Becken zu bekommen. Und ich merke, ich habe sehr viel mehr Entspannung im Körper. Ich habe den Schwerpunkt irgendwie viel weiter unten. Ich spüre meine Füße besser. Und das ist einfach was, was mir ganz viel Lebensqualität auch gibt jetzt im Alltag. Und da bin ich sehr froh und ich werde auch auf jeden Fall weitermachen in irgendeiner Weise.